Heute gibt's wieder mal einen kleinen Schminktalk. Es ist wieder so, ja, was aus mir rauskommt. Also nichts Näheres, kein näheres Thema oder so. Und falls ihr auch Bock habt, irgendwie euch vielleicht gerade fertig zu machen oder so, vielleicht nutzt ihr das Video nebenher anzugucken, dann bleibt einfach dran. Guten Morgen. Bei mir ist es zumindest morgen. Ich habe keine Ahnung, welche Tageszeit es bei dir hat, natürlich. Haare natürlich aus dem Gesicht. Nach Möglichkeit mich nicht zu viel im Bildschirm angucken, aber wir haben hier gerade die Thematik. Ihr seht, hier scheint die Sonne rein. Und wenn ich die Rollläden komplett zumache, ist es zu dunkel. Also, das kriegen wir schon hin irgendwie. So. Das hier ist die Puro Bio Drop Foundation. Ich mag sie nicht so, weil ja, die sitzt nicht gescheit bei mir auf dem Gesicht. Also, kannst du machen, was du willst. Aber ich glaube, die könnte ich aufbrauchen. Die könnte ich aufbrauchen. Also die ist wirklich flüssig. Ne? Daher ja auch Drop Foundation. Es ist halt immer noch schade, dass solche Produkte immer noch so schwierig zum Auftragen sind. Denn ein Großteil des Make-ups hat halt immer noch Mikroplastik. Einzelne Sachen jetzt, da ist es nicht so. Also mit dem Pinsel würde ich das jetzt echt nicht auftragen. Und die sitzt halt echt nicht gut. Das merke ich auch mit den Sachen, die ich leider auf dem Gesicht habe. Da gibt es so ein leichtes Peeling. Ich habe natürlich auch schon meinen Sonnenschutz drauf. Also nicht zu viel rumreiben. So, dann kommt das hier zum Einsatz. Das habe ich ja jetzt auch schon eine Weile lang. Muss ich jetzt nochmal neu kaufen wieder, weil noch riecht es nicht komisch. Hab bei so Cremeprodukten immer im Auge, wie sich das Produkt verhält, ne? Das ist echt wichtig. Ich habe jetzt nachher gleich einen Termin beim Doc, weil ich eine Blasenentzündung habe. Und bei meinem neuen Hausarzt ist es so, ich kann nie auf Kommando pinkeln. Geht nicht. Und die wollen nicht, dass du Urin mitbringst, sondern vor Ort. Das wird wieder spannend. Das wird wieder echt spannend. Deswegen muss ich jetzt viel trinken, dass ich eben auch auf Kommando kann. Weil ich bin ja eh auch so jemand, der einfach zu wenig trinkt. Also nicht viel zu wenig, aber es ist halt immer die Tendenz in Richtung zu wenig. Wenn ich mal 2 Liter hinkriege, ist schon gut. Und bei mir haben ja so meine Probleme. Achso, das sollte man auch noch zeigen. Gibt es die noch in der Form? Ich denke schon. Das ist von Alterra die Lidschattenbasis. Mit der komme ich ganz gut zurecht. Die würde ich mir auch nochmal holen. So. Und
Und später muss ich gleich meinen Kombucha machen. Da gibt es übrigens ein Video dazu auf meinem Zweitkanal, Minimalistisch Intuitiv Vegan. Wenn du dich bezüglich Kombucha ein bisschen interessierst. Den hätte ich normalerweise gestern machen sollen, aber ich habe, da gibt es so einen Special-Trick, in dem du ein Röhrchen reinmachst und probierst. Kombucha, da bildet sich ja oben dieser Scoby dann. Und ich habe gestern probiert und dieser Nachgeschmack war halt echt noch mega, mega süß. Und ist halt nicht so ganz meins, wenn es zu süß schmeckt. So, und jetzt nehme ich diesen nicht Lidschatten, sondern das ist Mineral-Make-up. Und mach's noch über die Lidschattenbasis. So. Bin ich hier drauf und dran, mir das von Lili Lolo zu holen, weil ich einfach mit allem anderen nicht so hundertprozentig zufrieden bin. Und ich brauche eigentlich keine getönte Tagescreme, das brauche ich eigentlich nicht. Das ist eigentlich mir speziell zu leicht. Und bei diesen Mineralsachen hast du halt immer auch so ein bisschen die Chance, das auch so ein bisschen aufzubrauchen, ne? So, ich sehe heute richtig schlecht. Wird jetzt spannend. Meine grauen Haare in den Augenbrauen verstecken. Die sind Gott sei Dank nicht mehr ganz so grau jetzt. Also es sind schon noch grau, aber eine Zeit lang sah ich echt aus, als hätte ich Haarausfall, so ein bisschen in den Augenbrauen. Das war übrigens der Blond-Augenbrauenstift, genauso wie das hier von Alverde, das ist auch blond, das Gel. Das ist immer noch ein Format, was ihr echt gerne mögt, weil es eben auch ein bisschen ablenkt. Und das ist mir auch ganz wichtig. Mit der Tatsache, dass wir momentan in einer sehr schweren Zeit stecken, brauchen wir dennoch irgendwie Freiraum, wo wir eben an was anderes denken dürfen. Was aber nicht bedeutet, dass wir egoistisch sind und uns nicht für diverse Dinge interessieren. Und das möchte ich halt echt hier auch noch mal festhalten. Da ist eben auch eher mein Zweitkanal, der Kanal, wo ich ein bisschen mehr dann die schwierigeren Themen anspreche. Gerade auch in Livestreams, falls du mal Bock hast, in einem Livestream dabei zu sein. Die sind meistens immer samstags, außer es kommt mir was dazwischen. Im Moment kommt mir da nicht so viel dazwischen, weil ich mir ja auch einen Kaufstopp auferlegt habe. Ich war jetzt nicht mehr, also im Jahr 2021 war ich jetzt nicht so drauf, dass ich gekauft habe wie eine Verrückte. Aber ich habe schon so diese Tendenzen von einem Minimalisten auf die Seite gelegt. Und das nächste halbe Jahr halt, also die nächsten 5 Monate, weil ein Monat ist jetzt fast schon vorbei. Die nächsten 5 Monate wird halt nur das gekauft, entweder
was mir kaputt geht. Dann habe ich eine Tasche dabei, die kriege ich aber jetzt von meiner Mama bezahlt. Weil meine, da ist der Reißverschluss kaputt. Eine Kette habe ich gestern gekriegt, weil ich hatte Geburtstag. Von euch aus gesehen ist das dann schon eine Weile her. Und dann halt wirklich nur die Sachen kaufen, die auch kaputt gehen. Ne? Also sonst nichts anderes. Und ich hatte schon so Tendenzen, dass ich Dinge gekauft habe, um mich abzulenken. Klar habe ich jetzt schon auch so ein bisschen wie sagt man, gehe ich schon so ein bisschen in die Richtung, dass ich mir Dinge halt gerade leiste, die ich mir sonst nicht leiste, wie teurer Kaffee. Aber da, auch da versuche ich mich wirklich zurückzuhalten und auch auf das Wesentliche zu achten. Ne? Also, wenn das war jetzt ein Kaffee von hier aus meiner Gegend, von der Rösterei, wo ich mir gedacht habe, komm, also das kopiere ich jetzt mal. Mal gucken, wie es so ist und so. Weil Kaffee trinke ich ja auch und das ist jetzt nicht was, was jetzt nur rumsteht, sondern es wird ja auch aufgebraucht. Und da achte ich halt eben schon auch drauf. Und ja, es ist wirklich ein komisches Gefühl. Ich habe dazu auf Instagram was geschrieben gehabt. Es ist wirklich ein komisches Gefühl, muss ich wirklich sagen. Aber dennoch ändert sich für mich lustigerweise nicht ganz so viel, weil ich ja auch nicht mehr so unterwegs war. Und wenn die ganze Sache vorbei ist, also in 5 Monaten, werde ich mir dann auch einen neuen Computer kaufen. Denn ich habe schon gemerkt, auch so bei Klamotten, ich habe mir immer mehr Klamotten gekauft mit der Begründung, ja, das brauchst du vielleicht und so. Und deswegen mache ich ja auch das Projekt 333, was jetzt auch noch 2 Monate geht. Das Projekt 333 bedeutet, du kommst 3 Monate mit 33 Kleidungsstücken aus. Und da ist es ja so, dass da Schlafklamotten und wie sagt man, Sportklamotten, Unterwäsche, das wird ja alles nicht mitgezählt. Und was bei mir noch extra dazu kommt, sind halt so Kleidungsstücke, wenn es um Vorstellungsgespräche geht und so, das wurde auch nicht mitgezählt. Aber meine Regel ist halt die, falls ihr das Video auf dem Zweikanal nicht gesehen habt, meine Regel ist halt die, gerade diese Kleidungsstücke, die ich zum Beispiel auf Vorstellungsgespräche anziehe, die darf ich dann nicht weiter anziehen. Die werden dann am Abend ausgezogen und zurück in den Schrank gehängt. Ja, also so viel dazu. So viel dazu. Und ich habe ja jetzt von dir aus gesehen schon ein Vorstellungsgespräch gehabt. Ich habe mir da jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, was ich da anziehe. Denn ich bin ein großer Freund davon, sich nicht zu sehr zu verkleiden. Denn das muss immer realistisch sein. Zumal eben der Job auch in Bereichen stattfinden sollte, der dich dann auch so ein bisschen widerspiegelt. Na, ups, jetzt habe ich was. Das war nicht so gut. Noch gerettet. Wunderbar. Das ist nicht der ideale Pinsel für sowas. Ich habe jetzt einen anderen Pinsel leider nicht hergelegt. Wer das nicht weiß, also ich drehe meine Videos immer so grob 2 Wochen vor.
weil ich halt auch nicht immer direkt Zeit habe, 4 Videos zu produzieren. Also ich habe ja 2 Kanäle und zwei Videos, und damit das halt reibungslos läuft, habe ich mir halt einfach angewöhnt, Videos vorzudrehen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Der Wunsch bestand, dass ich auch mal sage, so was ich über den Tag jetzt noch so vorhabe. Heute, wie gesagt, muss ich mein Kombucha auf jeden Fall fertig machen. Dann werde ich noch eine Runde Sport machen. Ich probiere mich heute, auch so gestern habe ich mich dran ausprobiert, probiere ich mich so ein bisschen Nachmittagssport machen. Letzte Zeit habe ich es immer morgens gemacht. Einfach mal um zu gucken, wie ist es bei einem anderen Tagesrhythmus, weil das kann man ja zurzeit bei mir auch nicht sagen, wie sich mein Rhythmus verändern wird. Und dann mal gucken. Dann mal gucken. Aber ihr werdet davon nichts mitkriegen, weil die Videos weiterhin Dienstag, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 18 Uhr hochgeladen werden, und Samstag sind ja die Livestreams auf meinem, auf dem Zweitkanal um 10 Uhr. Jo. Ist natürlich nichts für die Leute, die länger schlafen. Aber dann kann man es ja im Nachhinein angucken. Heute mache ich wieder einen extra breiten Eyeliner. Denn das ist einfach interessant, wenn du fast nichts mehr siehst, dass du es auch sauber machst. Meine Augen sind echt schlecht geworden, wirklich. Brutal. Versuche aber auch trotzdem nicht immer bei jedem Scheiß meine Brille zu tragen. Aber meine Augen sind da schon richtig krass verweichlicht. So. Ich merke das gerade abends immer. Ich habe ja einen recht großen Fernseher jetzt. Wenn ich im Bett liege und nichts mehr lesen kann, dann kann man schon von verweichlicht sagen. Wie sagt man das so schön von Eyeliner, vom Eyeliner? Die müssen nicht gleich sehen. Das sind nur große Schwestern. Allerdings schon ein Freund davon, dass es einigermaßen gleich aussieht. Ich würde jetzt niemals keinen Eyeliner dran machen. Ich bin selten geschminkt. Das wisst ihr ja inzwischen. Das merkt man ja auch an den anderen Videos. Und wenn ich geschminkt bin, dann ist dieses Eyeliner-Ding für mich schon irgendwie verpflichtend. Kann man so sagen? Nee, also es ist schon so ein Markenzeichen. Weil das ist so die erste Sache, die ich gekonnt habe und recht schnell gekonnt habe. Ich habe dann andere Freundinnen auch geschminkt. Ja, kann man so lassen. Kann man so lassen. Gut, aber trotzdem noch ein bisschen. Bisschen Kajal dran machen. So wild,
wie in Kosmetik, gerade in dekorative Kosmetik, wie viel Mikroplastik da drin ist. Wir nehmen ja eh schon so viel Plastik auf pro Woche eine Scheckkarte. Wenn man sich das überlegt, wenn man sich das verdammt nochmal überlegt, das ist so krank, das ist so abartig krank. Und schön finde ich das nicht so. Also, zumal man einfach immer noch nicht wissen möchte, solche wissenschaftliche Aussagen werden dann natürlich auch verlangsamt. Man immer noch nicht wissen möchte, welche Auswirkungen das auf den Körper hat. Und wir nehmen echt viel Plastik auf. Und gerade ich, die ja eh schon mit hormonellem Ungleichgewicht zu tun hat, und schon habe ich mich verschmiert, die ja eh schon mit hormonellem Ungleichgewicht zu tun hat, da ist Plastik in der Ernährung nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der übermäßig vorsichtig agiert und nichts Verpacktes mehr kauft. Also das bringt ja auch nichts. Das ist realitätsfremd auch. Das nicht. Aber ich gucke schon, dass das begrenzt ist und nehme halt auch Sachen ein, die meinem Körper helfen, Dinge wieder auszuscheiden. Und so, das ist so wichtig. Du machst dir da erst Gedanken drüber, wenn du halt selbst dann auch mal so gesundheitliche Probleme hast, ne? Ich bin zufrieden. Ich glänze zwar ein bisschen heute, aber ich bin zufrieden. Ich könnte noch so ein bisschen Puder dran machen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Bisschen Puder um die Nase. Sonst an anderen Stellen bin ich eigentlich eher trocken. So. Ich habe auch im Moment so Probleme mit den Haaren hier. Das ist so wild. Ich wasche halt meine Haare jetzt wieder alle 3 Tage, weil meine Kopfhaut total rumspinnt. Ich war vorher bei alle 5 Tage. Und bei meiner Kopfhaut ist es halt so, die fettet halt dann nach 3 Tagen genauso, wie als wenn du sie nach 5 Tagen wäschst. Also es passt sich unwahrscheinlich schnell an. Und so ist es jetzt halt auch. Und das nervt mich halt total. Das nervt mich richtig heftig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und heute wieder Haare waschen. Und ich habe halt feine Haare und die brauchen nur ein bisschen Struktur. Und das bekommen die halt nicht, wenn ich sie so regelmäßig wasche. Da sind die halt nur weich und fluffig. Und das mag ich gar nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Naja. Naja. Also, ihr Süßen. Ich melde mich mal ab. Pony sitzt jetzt nicht so hundertprozentig gut. Ich sage danke fürs Einschalten. Ihr wisst, gebt der Sache einen Daumen nach oben, falls ihr sie mögt. Und wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Lasst uns gerne wieder ein bisschen quatschen. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!